Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf der Spieleflut. Ich bin der Zwiebelpeter und wir spielen jetzt weiter Sniper Elite V2. Ich habe einen kleinen Fauxpas begangen. Ich habe nämlich, aus Versehen nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Während ich hier zwei Schritte nach vorne gegangen bin, kam nämlich hier schon einer rausgerannt aus dem... aus dieser Anlage und hat hier einmal, ist quasi hier einmal links abgebogen in die MG-Stellung rein. Okay, doch nicht, der ist nämlich dann wieder raus. Ja, also wir müssen jetzt in diesen Komplex hinein. Und der hat es wirklich in sich, da geht es nämlich extrem viel um, ja, da sind halt ein Haufen Leute unterwegs und wird ein bisschen schwierig. Okay, platziere Sprengladungen rund um die Anlage. Da müssen wir nämlich jetzt ein bisschen gucken, wie wir hier vorwärts kommen. Und ja, es gibt halt hier einen Haufen Patrouillen, die unterwegs sind. Und das ist alles ein bisschen tricky. Muss man vorsichtig sein und halt nach Möglichkeit. Ja, man kann jetzt hier auch gleich wilde Sau spielen und gleich komplett alle irgendwie platt machen. Oder man nutzt es eben einfach mal aus mit den Geräuschen, die sich hier wieder ergeben, dass man dort die Umgebung sich zur Hilfe nimmt. Wo müssen wir denn lang? Da ist zum Beispiel schon so ein Opfer. Okay, den habe ich gleich noch markieren können. Deswegen muss man hier auch wirklich, da hinten ist noch einer, wirklich leise sein. Deswegen schallgedämpft. Oder eben, wenn es sich die Möglichkeit gibt, aufgrund von Geräuschen dann eben einen präzisen Schuss zu setzen. Aber es ist eigentlich jedes Mal so, dass es hier irgendwie heißt, da oben steht noch einer. Mann am Boden, dass man also... Okay, also den können wir setzen. Beim nächsten Mal. Wenn der Deckenkran wieder zurückfährt. Was er hoffentlich gleich tut. Und deswegen, den machen wir jetzt mal so. Weil der wird, glaube ich, nicht entdeckt da oben, der Bursche. Und den da hinten können wir eigentlich auch machen. Seid mir nicht böse, ich mache den auch wieder mit dem. Und jetzt sind wir entdeckt worden. Verdammte Scheiße. Von wem sind wir entdeckt worden? Von ihm. Kacke. Das war nicht gut. Genau so wollte ich es nämlich nicht machen. Genau so wollte ich es nicht haben. Dass wir entdeckt werden. Aber naja, kannst du nichts machen. Ach, Kacke. Scheiße. Ja, das war wirklich blöd, aber ihr kennt es ja leider schon, weil ich mich wieder so ein bisschen doof anstelle hier in dieser Folge. Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht, wer uns jetzt hier entdeckt hat, weil der Schuss, wie gesagt, sehr verdeckt war. Und den nehmen wir auch noch. Ui, das halbe Gesicht weggeschossen. Das ist ja krasse Scheiße, ey. So, und der hier hinten patrouilliert. Was? Scheiße, sind wir schon wieder entdeckt worden. Verdammte Axt. Schaut euch um. Den haben wir auch noch getaggt. Der sieht uns. Der sieht uns, verdammt, verdammt, verdammt. Und der kommt hier auch her. Das ist so spannend.
Da hinten ist noch einer. Den müssen wir beim nächsten Mal kriegen. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Zwei Schüsse. Okay, aber hat trotzdem noch gereicht. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Da ist nämlich der erste Punkt, den wir... wo wir die Sprengladung platzieren müssen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ich meine, wir können ja die Leichen hier auch verschwinden lassen. Aber so richtig geht das auch nicht. Das kenne ich jetzt so in der Form eigentlich nur von Hitman, dass man, oder von Assassin's Creed, dass man die Leichen wirklich komplett verschwinden lassen kann. Im Sinne von in irgendwelchen Containern oder so platzieren. Und ehrlich gesagt, was dieses Geräusch jetzt zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Dieses Tschum Tschum Tschum. Genau dieses. Weiß ich nicht. Ob vielleicht irgendjemand was entdeckt hat. So, wir hängen den ersten Sprengstoff ran. Der zweite ist in 53 Metern Entfernung. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Muss ja so ein Quergang hier irgendwie sein. Scheiße, siehst du, geht nämlich schon wieder los. Da hinten ist er. Und noch einer. Okay, den müssen wir uns so schnappen. Smack! Und da ist nämlich der andere Kollege. Komm schon, Junge, komm schon. So, der musste jetzt leider sein. Wo geht's denn? Wo war das jetzt hier noch? 61 Meter, wir gehen mal hier lang. Das wird jetzt eine Folge hier so im Schleichgang, im Schonwaschgang. Ich möchte nämlich nicht von irgendjemandem hier noch erspäht werden, obwohl so viele Leute dürften eigentlich hier gar nicht mehr unterwegs sein. Mann, ich will diese scheiß MP40 nicht. Gib mir meine Thompson wieder. Danke, ich wollte den hier looten. Meter in die Richtung. Okay, nein, die Thompson ist eine blöde Wahl, wenn es leise sein soll. Ich finde das schon krass, wenn man sich das mal überlegt, was für ein Aufwand damals betrieben wurde, mit der damaligen Technik sowas Krasses zu bauen wie die V2, also eine funktionstüchtige Rakete, die ja mehr oder weniger gezielt abgeschossen werden konnte. Und ich finde es immer erschreckend, wie der Erfindungsreichtum des Menschen immer besonders Blüten treibt, wenn es darum geht, irgendeinen anderen um die Ecke zu bringen, beziehungsweise da ist noch einer. Beziehungsweise, wenn es um Kriegsgerät geht, meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache, was dann dementsprechend dafür für Aufwendungen betrieben werden. Und ja, das finde ich schon ziemlich... der sieht... Arschloch! Das war nicht gut. Jawollo, mitten durch das Fresse. Krass, 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 krass. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt geht's aber los.
Ich habe die leider nicht getaggt, deswegen... Deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig. So, jetzt ist es wahrscheinlich auch dahin mit unserem Scharfschützen sein. Sag ich ja. Aber schönen Gruß vom Scharfschützen. Ist die Kamera irgendwo hängen geblieben? Gut, wo ging es denn jetzt hier weiter? Da hinten. Okay. Warum flimmert denn eigentlich das Licht hier so? Das macht mich ganz kirre. Ah, hier oben ist es. Steht da noch wieder so ein Fatzke? Naja, anscheinend nicht. Ja, finde ich schon heftig, dementsprechend, mit was für primitiven Mitteln, wenn man das mal mit der heutigen Zeit vergleicht, damals doch diese Waffe entwickelt wurde und vor allen Dingen auch, ja, eingesetzt wurde. Flüchtige Flüssigkeiten. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Finde das Büro von Schweiger. Und noch einfallsreicher finde ich ja dann eigentlich die, zumindest wie die, soweit ich weiß, kann sein, dass ich mich da täusche, korrigiert mich vielleicht, wenn es nicht so ist, wie einfallsreich doch die Engländer waren und wenn es darum ging, den Deutschen irgendwelche falschen Einschläge mit zu übermitteln, das, glaube, die Engländer haben einfach nur gesagt, die ist so und so viele Meilen oder Kilometer vom Ziel entfernt eingeschlagen und haben somit dementsprechend für die nächsten Raketen die Kursberechnung verfälscht. Einfach, aber simpel. Müssen wir überhaupt lang? Geht hier mal irgendwie ein Gang ab, oder? Oh oh. Wurden wir gehört? Haben wir hier einen übersehen? Einen so einen kleinen Schweinepriester? Wo müssen wir denn hin? Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Ist da einer? Nee. Ach Gott, ich falle immer auf diese blöden Gasflaschen rein. Ich denke immer, diese schwarzen Gasflaschen haben... Ist jemand, der da steht. Eine Stolpermine, sehr schön. Okay, Ausgang wollen wir nicht. Da geht's zum Büro von Schweiger. Und da sollten wir doch, glaube ich, auch mal lang. Weil hier ist Ausgang und was steht da? Inspektion Halle 41. Da sind wir jetzt durchgegangen, dann gehen wir doch mal eine weiter. Hier irgendwelches Geraffel für die... Für die Raketen. Okay, mit einer Dampflok werden sie rausgezogen. Passend zur damaligen Zeit. Inspektion Halle 41. Okay, da müssen wir um die Ecke rum und da ist dann das Büro von Schweiger. Und soweit ich weiß. Ist anscheinend hier die Endfertigung. Naja, Inspektion, Endfertigung, da hängt schon so ein Ding. Und hier liegen sie schon verladen auf den Eisenbahnwaggons. So. Da hängen Pläne. Ja, genau. Pläne von der F2. Da müssen wir hin. Da ist das Büro von Schweiger. Soweit ich weiß, gibt es jetzt hier auch keinerlei Angriff. Erstmal, bis wir da in dem Büro sind. Und irgendwie, glaube ich, muss ich mal mein Spiel neu starten oder irgendwas, weil leider droppt hier teilweise ganz schön meine FPS. Ich hoffe mal, es ruckelt. Naja, ich denke mal, es ruckelt dann auch im Video, weil wenn er mir hier knapp 30 FPS bringt, wird er auch nicht mehr auf die Platte schreiben können. Und so viel ist er hier in dem Tunnel auch nie los.
dass er hier Grund hätte, so runterzugehen. Okay, das Ingenieurbüro haben wir erreicht. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Spektakulärer Lichteinfall. Oh, Cutscene. Die Wissenschaftler waren unauffindbar. Aber ich suchte weiter in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden. Mach das. Mhm. Oha. Mhm. Da oben kommt schon einer. Oh. Ach du Scheiße. Ach, damit doch nicht, Nappel. Alter. Ach, das fängt ja gut an. Okay, also erstmal in Deckung und dann reden wir weiter. So, bitte einmal Deckung, dann mal wieder zur Ruhe kommen. So, gute Nacht. Du bist der Nächste. So, der Rest hat alles eine etwas weitere Entfernung. Oder wir nehmen mal ein bisschen den Gastank. Jawohl, hat gleich zwei erwischt. So, und du? Nee, du. Wer denn du? Zack. Da unten steht noch einer. Ah, daneben. Verdammt. Lad mal nach. Ah, da hinten ist ein Sniper. Das ist nicht schön. Bam. Oh, krass. Ohr abgeschossen. Ohne Ohr hört da doch nichts mehr. Hört da ja auch keinen Schuss kommen. Oh, noch ein Sniper da hinten. Und die sind echt krass. Die erwischen einen wirklich ganz heftig. Alter, was macht er denn? Er wollte seinen Kameraden eben außer retten. Das ist natürlich krass. Und ich habe die jetzt hier schön kalt gemacht. Das ist böse. Macht man nicht. Ah. Eins. Zwei. Und da hinten steht noch einer. Da stehen noch zwei. Ein Sniper. Uiuiuiuiuiui. Den haben wir ja böse zerlegt, den armen Mann. So, einmal nachladen bitte. Ja, jetzt muss er sich wieder abducken. War ja klar. Autschen. Der hält so lange nichts mehr. Sieht ja auch ein bisschen spektakulär aus da irgendwie mit dem... Ja. Dem Alarm. Gut, dann gehen wir mal. Ein bisschen Munition. Wer schießt? Oh, gar keiner schießt. Explodrisch. Es wird explodrisch. Wer denn? Wo denn? Jetzt nicht nochmal bitte abkacken. Hör mir auf mit sowas, ey. Ihr könnt's jetzt vergessen. Ich habe keine Lust, den ganzen Schmonz hier nochmal zu machen. Ist vielleicht der doch die bessere Wahl? Wo denn? Da hinten. Alter, du Mistsack. Ich krieg ein Kind. Ich krieg echt ein Kind. Wir müssen jetzt... Nein, okay, wir müssen nicht nochmal alles machen. Aber, liebe Leute, aus dem Gebiet müssen wir in der nächsten Folge entkommen, weil diese hier ist nämlich jetzt justamente am Ende. Bis dahin. Tschüss. Lasst übrigens mal gerne einen Daumen hoch da, freuen wir uns alle drüber. Macht's gut, danke dafür, tschüss.